viele Energie, als ein Land der Freiheit, einfach von dem Gitter weggehen und Diskriminierung gestalten wollen. Wie wir. Jetzt die Möglichkeit, freiwillig 10 Meter zurückzugehen. Vor der Polizei weg. Ansonsten wird die Polizei dabei unterstützen, behilflich sein. Also gehen Sie bitte 10 Meter zurück von dem Gitter auf den Heumarkt hier drauf. Also bitte freiwillig. Also wir sind zurück, 10 Meter hinter das Zelt. Also wenn man die Aufforderung an die Personen, die vor der Polizeikette stehen, hier sind bitte zurück hinter das grüne, bis hinter das grüne Feld. Hier sind freiwillig zurück, die Polizei wird Ihnen dabei behilflich sein, wenn man zurückkehrt. Wir stehen hier in krisenhaften Zeiten, ja, die friedlichen Zeiten sind vorbei. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eine Sache festhalten. Wir als Grüne werden mit allem, was wir haben, was wir leisten können, dafür kämpfen, dass die Meinungsfreiheit in Nordrhein-Westfalen stabil bleibt, damit nicht die gewinnen, die laut sind und die Minderheit sind, sondern dass wir alles dafür tun, die mit Anstand, mit Haltung, für Solidarität, für Zukunft, für Generationengerechtigkeit streiten, dass die unsere Unterstützung kriegen. So, weiter zurück, hinter das Feld, hinter das grüne Feld, da ist das grüne Feld, bitte hinter, etwas zurückgehen. Und es geht um viel nächsten Sonntag. Nordrhein-Westfalen, Sie als Wählerinnen und Wähler, als Bürgerinnen und Bürger, weiter zurückgehen und das Preis einstellen. So, bleiben Sie einfach ruhig und gehen einen Schritt zurück. Ja? Drehen Sie sich einfach um und gehen einen Schritt zurück. Gehen Sie noch einen Schritt zurück. Hören Sie das Pfeifen auf. So, auf den gehen weiter zurück. Yeah.
Menschen, weil wir dafür Sorge tragen müssen, dass in diesem Wandel die Menschen sicher sind, dass sie nicht Sorge haben müssen, dass sie vergessen werden. Und deswegen ist es notwendig, dass wir die richtigen Investitionen tätigen, die, die unser Bildungssystem umbauen, zu einem chancengerechten Bildungssystem, weil Schluss sein muss damit, dass die Dicke des Geldbeutels oder die Postleitzahlen der die Kinder wohnen, darüber entscheiden, ob junge Menschen eine gute Zukunft haben. Thank you.
Eingangsstufe. Stellt die links oder rechts hin? Kein Problem. Dann links oder rechts.